Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Stefan Baumeister hat die kleine Kristallkugel im Parallelslalom gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Stefan Baumeister gewinnt überraschend die kleine Kristallkugel im Snowboard. Selina Jörg verpasst den Gesamtsieg um 0,01 Sekunden und ist sauer. Eine unerwartete kleine Kristallkugel für Stefan Baumeister, zweite Plätze für den Rosenheimer und seine Sonthofener Kollegin Selina Jörg. Die deutschen Raceboarder haben ihre starke Saison beim Weltcup-Finale in Winterberg mit herausragenden Resultaten gekrönt, auch wenn Jörg im Gegensatz zu Baumeister der Gesamtsieg verwehrt blieb. Die 31 Jahre alte Weltmeisterin verpasste im Finale des Parallelslaloms gegen die Schweizerin Patricia Kummer die Wiederholung ihres Vorjahreserfolges im Sauerland nur um 0,01 Sekunden. Zur kleinen Kristallkugel fehlten ihr 20 Punkte. Das ist nichts, sagte Jörg. Ich habe mich noch nie so über einen zweiten Platz geärgert. Die Disziplinwertung ging an Julie Zock, Schweiz. Im Gesamtweltcup wurde Jörg hinter Olympiasiegerin Esther Ledecker, Tschechien, ebenfalls Zweite. Baumeister, es ist unglaublich, der zweimalige WM-Dritte Baumeister scheiterte im Endlauf am Österreicher Lukas Matthies, sicherte sich damit aber überraschend als erst sechster Deutscher einen Gesamttitel. Es ist unglaublich. Das ist einfach das Größte, was man als Sportler erreichen kann, sagte der 25-Jährige. Das ist mehr wert als eine WM-Medaille, weil es zeigt, dass man über das ganze Jahr hinweg konstant gefahren ist. In Winterberg verabschiedete sich die frühere Olympia-Zweite Anke Wörer vom Weltcup-Zirkus. Die 33-Jährige, die seit Olympia 2018 wegen ihrer Schwangerschaft und der späteren Geburt ihrer Tochter keine Rennen mehr bestritten hatte, beendete stilecht im Dirndl ihre Karriere. Neben der Silbermedaille 2014 in Sotschi holte sie zwei Weltcupsiege. In ihrem 96. und letzten Rennen belegte sie Platz 36. Natürlich kämpft man mit der ein oder anderen Träne, wenn man weiß, dass es endgültig vorbei ist, sagte Wörer. Punkt. Sie tritt bei der Bundespolizei eine Stelle im administrativen Bereich an und wird den B-Train erscheinen machen.